Hallo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zu was kann es denn anderes sein als zu Super Smash Bros. Ultimate. Gestern war ein richtig wilder Tag. Wir haben mächtig Infos zu Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch bekommen. Weshalb wir jetzt vieles darüber auf diesem Kanal natürlich auch besprechen werden. Denn ihr wisst ja, ich bin unglaublich geil auf das Game. Und ihr könnt es wahrscheinlich auch kaum erwarten, das Spiel endlich zu spielen. Und da wir natürlich gestern erfahren haben, dass viele Charaktere wieder spielbar sein werden, so gut wie jeder Charakter jetzt wieder hier in Smash drin ist und wir nochmal wieder komplett neue Charaktere bekommen, ist dieses Video jetzt wirklich mal allen neuen Charakteren gewidmet, die jetzt wieder in Smash Bros. Ultimate mit dabei sind. Und ich würde sagen, fangen wir auch mal mit dem ersten Charakter an. Als erstes hätte ich für euch Snake, der seit ganzen 10 Jahren endlich wieder mit in Smash mitmischen darf. Und was für mich persönlich eine der größten Überraschungen in dieser ganzen Direct war. Snake war ja allgemein nur ein Charakter, der in Brawl reingekommen ist, da Hideo Kojima, der Erschaffer von Metal Gear Solid, eben eine gute Freundschaft mit dem Erschaffer von Smash Bros. Sakurai hat. Doch manche von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von Metal Gear Solid und Hideo Kojima und Konami. Kojima hat sich von Konami getrennt. Die Rechte liegen jetzt nur noch bei Konami und ist einfach eine riesige Überraschung, dass man hier jetzt wieder die Rechte hat, Snake in Smash Bros. Reinzubringen, was einfach mega geil ist und ich bin mega happy, dass er wieder zurück ist. Ein Charakter, der auch wieder zurück ist, wären die Ice Client Bars Popo und Nana, die auch seit Brawl nicht mehr im Spiel dabei waren. Sie wurden ja in Smash 4 eigentlich nur herausgenommen wegen den Limitationen des 3DS, aber jetzt haben wir Nintendo Switch mit genug Power, weshalb sie jetzt natürlich wieder mit dabei sind. Die Ice Climbers haben so viele Fans, weshalb sich auch viele unter euch freuen, diese wieder zu spielen. Ein komplett neuer Charakter wäre zum Beispiel auch Daisy, die als neuer Echo-Charakter zu Peach eingeführt wurde. Hätte ich persönlich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass wir jetzt noch Daisy ins Spiel mitbekommen. Aber ja, mehr Charaktere sind natürlich immer besser, weshalb es natürlich jetzt auch cool ist, Daisy mit dabei zu haben, auch wenn es nur ein Echo-Charakter ist, der sich wohl sehr ähnlich wie Princess Peach dann auch spielen wird. Ich muss aber leider nur sehr enttäuschend, dass man eben eher Daisy vorgestellt hat, als statt Waluigi als Charakter. Und im Trailer dann auch gleichzeitig ausschließt, dass Waluigi in dem Teil noch als Charakter kommen wird, weil es ihm das Assist-Trophy geben wird. Was ich auch extrem schade finde. Aber wer weiß, vielleicht hat man Waluigi einfach nur als Assist-Trophy im Trailer gezeigt, um bei uns einfach nur diesen Schein zu erzeugen. Und am Ende war das Ganze nur eine Farce. Und wir bekommen auf einmal einen Waluigi-Charakter-Reveal. Was Ultra-Bombe wäre. Der nächste Charakter wäre Pichu. Pichu auch seit Ewigkeiten nicht mehr in Smash gesehen. Letzter Auftritt von Pichu hatten wir in Smash Bros. Melee. Und apropos Smash Bros. Melee, my boy Young Link ist jetzt auch endlich wieder im Spiel mit dabei, worüber ich mich auch riesig freue und er sieht auch richtig nice aus. Jetzt haben wir zum allerersten Mal auch drei Links gleichzeitig spielbar in Smash Bros. Wenn es nach mir ginge, können wir auch noch 6 oder 5 Links haben. Ein Link mehr ist immer gut. Und neben eben Pichu und Young Link haben wir noch 2 Charaktere, die dann aus Brawl wieder jetzt mitmischen dürfen. Die Rede ist vom Pokémon Trainer und von Wolf. Der Pokémon Trainer ist jetzt auch endlich wieder zurück, was natürlich jetzt aber auch dafür sorgt, dass Glurak nicht mehr als einzelner Charakter spielbar ist, worauf man aber, denke ich mal, gut verzichten kann, wenn man dafür einfach den Pokémon Trainer bekommt und dann die Möglichkeit hat, noch Shiggy und Bisasflor zu spielen. Und dass Wolf zurück ist, finde ich auch ziemlich geil. Vor allem sein neues Design feiere ich extremst. Ich finde einfach, er sieht richtig fresh aus. Die Inklinge dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die ja auch komplett neue Charaktere sind. Sie wurden jetzt auch nach dem ersten Teaser, den wir in der letzten Nintendo Direct bekommen haben, jetzt auch im richtigen Gameplay gezeigt. Und man hat einfach gesehen, dass sie wirklich viele ihrer ganzen verschiedenen Waffen benutzen, die sie auch in Splatoon zur Hand haben. Und der allerletzte Charakter, der wieder neu in Smash Bros. Reinkommt, aber der auch wirklich komplett neu wäre, wäre Ridley. Und wer bitte hätte gedacht, dass Ridley ernsthaft in Smash Bros. Kommt? Das ist ja schon eine jahrelange Diskussion. Man meinte immer auch, oh, er sei viel zu groß, dass er in Smash Bros. Kommen könnte. Aber nein, sie haben es einfach gemacht. Sie haben sozusagen den ultimativen Fanservice geliefert und Ridley mit ins Spiel gebracht. Das war auch ein unglaublich geiler Trailer. Mario wird einfach von Ridley getötet und sie haben es geschafft. Ridley ist jetzt einfach in Smash dabei. Ich könnte ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und sagen, was ihr von dem Ganzen findet. Welchen Charakter wollt ihr noch unbedingt in Smash Bros. Sehen? Und ja, Leute, das wäre es eben von diesem kleinen Video, in dem ich euch einfach nochmal kurz zusammengefasst habe, wer jetzt alles wirklich nochmal neu in Smash Bros. Ultimate ist und wer wirklich neu zurückkehrt. Insgesamt haben wir 9 komplette Charaktere, die jetzt wieder neu in Smash Bros. Ultimate mitspielen dürfen, von denen 2 Charaktere wirklich komplett neue sind und ich kann es kaum aber warten, welche Charaktere jetzt noch in den nächsten Monaten für Smash Bros. Ultimate angekündigt werden. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, an welche Charaktere ihr denkt, die noch angekündigt werden könnten. Vielleicht sollten wir Waluigi nicht direkt ausschließen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben geben würdet, als auch ein Abo den Kanal hinterlässt.
hinterlässt, damit ihr keiner dieser Smash-Videos und weiteren coolen Nintendo-Videos mehr verpasst. Haltet noch die Augen offen, demnächst kommt auch noch ein Video hoch über alle geupdateten Charaktere in Smash Bros. Ultimate. Das wird es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde dann mal sagen, ciao.